Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch die neuen Produkte von Nivea vor. Und zwar geht es um den Nivea Primer und um das neue Nivea Cushion Make-up. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video und los geht's. So, ich hoffe, ihr erschreckt euch nicht. Ich bin quasi komplett abgeschminkt. Und ja, ganz als erstes nehme ich mein Balea Hygiene Handgel. Und desinfizieren wir mal die Hände, bevor wir zum Schminken anfangen. Ich schminke mich ja jetzt mit den neuen Nivea Produkten. Und zwar haben wir hier ein Make-up Care Expert Hydra Primer von Nivea. Das ist der kleine Tegel. Oben so eine schöne weiße Kappe mit dem üblichen Nivea-Slogan drauf. Jo. Also im Endeffekt ist das jetzt eine relativ flüssige Creme. Also es sieht aus wie eine wässrige Creme im Prinzip. Sie riecht relativ gut. Also der Primer riecht meiner Ansicht nach total gut. Ich mag den total gern. ich mache den immer so in Kreisbewegungen. Verstreiche ich den quasi auf den Händen, damit der so ein bisschen warm wird. Verteile den dann im Gesicht. Ich schminke mir die Ohren nicht, obwohl man es eigentlich machen soll. Das heißt, die bleiben bei mir quasi unangetastet, auch wenn ein richtiger Make-up-Artist das machen sollte. Aber ich mag es nicht. Außerdem habe ich, wie ihr sehen könnt, öfter so Ohrschmuck drin. Und da will ich eigentlich nicht, dass da Make-up oder sonstige Flüssigkeiten drankommen, weil der relativ schnell relativ hässlich wird. Ja, Primer ist aufgetragen. Kommt der interessante Teil. Ich hoffe, ihr seid nicht böse auf mich. Normalerweise als Make-up-Artist reinigt man alle seine Pinsel und Puderquasten und alles penibel. Das Ding hier sieht folgendermaßen aus. Also das ist jetzt der Nivea Hyaluron Cellular Filler. Das ist so ein weißer Tegel wieder. Da sieht man es, wenn man das jetzt öffnet. Dann ist da ein Spiegel drin, also ja, Spiegel, und man kann da eben lesen Nivea, da ist so ein Pad drin. Und dieses Pad, ich habe das schon gewaschen, aber ich bekomme das nicht sauber. Also ich bekomme die Farbe nicht raus, das ist das Problem. Also das Ding wird schon sauber und das Wasser, das dann rauskommt, ist auch wirklich sauber, aber ich bekomme die Farbe nicht mehr raus. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, dann sieht das Ganze quasi so aus, da ist so ein Deckel drauf. Diesen Deckel kann man dann nochmals anheben und da ist dieses Cushion drin. Also es handelt sich hierbei um so ein Cushion-Make-up und als Beschreibung steht drauf, ich habe die Light-Version, das ist quasi das Hellste für einen hellen Hauttypen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, der spiegelverkehrt, klar, lesen kann. Ist jetzt quasi für die hellen Hauttypen, weil ich habe ja eine helle Haut. Und ja, die Deckkraft ist relativ hell, also es ist nichts total Deckendes oder so, es ist eher so ganz leicht für den Tag. Und ich finde es aber vom Tragen her sehr angenehm, also ich habe es jetzt schon oft getragen, also sicher schon 14 Tage jeden Tag. Und ich muss sagen, ich mag es total gerne. Nivea rechnet rein von der Beschreibung, glaube ich, damit, dass man nichts drauf tut, also kein Puder oder so zum Fixieren. Es ist nämlich so, sie werben dafür, dass wenn man eine höhere Deckkraft will oder untertags das Ganze nachlässt, dass man ja quasi dieses Schwämmchen dabei hat und dann einfach wieder reingeht, ein bisschen Make-up aufnimmt und quasi wieder drüber tut. Insofern hätte ich gesagt, rechnen die damit, dass man kein Puder mehr drauf tut, und wahrscheinlich ist es auch der Sinn, weil ja
sie Hyaluron reinmischen und wahrscheinlich das Puder dann irgendwie das Hyaluron aufsaugt und das dann nicht in die Haut einzieht so richtig. Und keine Ahnung, ich glaube von ihrem System her ist es eher nicht so für mit Puder fixieren. Ich habe es jetzt ohne Puder schon getragen und mit Puder. Ich mag beides gern. Wenn man es ohne Puder trägt, muss man meiner Meinung nach wirklich öfter mal quasi nachnehmen, weil es einfach, weil sich nicht einzieht so auf die Art oder weggeht. Es kann auch sein, ich fasse mir relativ oft ins Gesicht, obwohl man es nicht tun soll, wenn man geschminkt ist, aber ich kann das nicht unterdrücken. Und bei mir lässt es dann einfach nach. Also ob es jetzt vom ins Gesicht greifen kommt oder ob es ist, weil es wirklich irgendwie einzieht, auch wenn man Primer drauf hat, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall mit Puder hält das Ganze recht gut. Ich gehe dann einfach so rein. Ich hasse das, wenn die Dinger Spiegel haben. Ganz ehrlich, weil ich beim Film immer einen Spiegel habe. Also ich fahre jetzt einfach großzügig mal rein. Ich gehe da auch so ein bisschen bei den Augen drüber, auch wenn man es eigentlich nicht so macht. Aber ich trage dann eigentlich auch, wenn ich das trage, keinen Concealer. Es ist dann wirklich nur so ein leichtes Tages-Make-up. Weil sonst kann ich mir das ja gleich sparen mit dem leichten Make-up. Ich dann wieder 3 Schichten Concealer auftragen. So sieht das quasi ohne irgendwas aus. Ich habe keinen Concealer oben, ich habe sonst nichts oben, nur das Make-up. Ja, ich glaube, wir tun noch ein bisschen mehr drauf. Ich nehme jetzt einfach mal, wenn ich ihn finde. Irgendwo hier habe ich einen Concealer-Pinsel. Dann würde ich es euch so zeigen. Ich habe da so einen Pinselständer, Halter, wo die Dinger quasi vertikal drinstecken, damit das Wasser auch nicht in die Zwinge läuft, sondern auf jeden Fall runterläuft. Und ich habe mir da einfach, man sieht das von oben, da gibt es immer so 4er-Sets und so in der gleichen Größe, also für die kleinen Pinsel. Und da habe ich mir 4 4er-Sets zusammengestellt für Lidschatten, damit ich morgens nicht suchen muss und damit ich quasi, wenn ich die auswasche und die am nächsten Tag noch nicht trocken sind, das nächste Set verwenden kann. Und ja, ich finde das eigentlich ganz praktisch. Und in diesem Set hängt natürlich auch mein Concealer-Pinsel. Ich habe hier einen Sueva Concealer Buffer. Und mein Concealer ist jetzt von Catrice. Ein High Coverage Concealer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Hautton ist. Also ob der Farbton so zu meinem Hautton passt. Aber das Problem war, die Tester waren irgendwie wie immer, wenn ich beim Müller bin, aus. Somit war mit Testen irgendwie gar nichts. Also beim Müller ist es echt jedes Mal so, wenn ich dort bin. Sie haben von allem einen Tester, aber sie sind entweder alle leer oder alle ausgetrocknet. Furchtbar. Und der Make-up-Artist dort ist grundsätzlich nicht auffindbar. Weil der Müller, wo ich hingehe, der hat ja einen Make-up-Artist. Der Job, den ich auch gerne hätte. Aber dieser Make-up-Artist ist grundsätzlich nicht auffindbar. Selber eine Tube aufmachen, das geht natürlich gar nicht, eine frische, aber der Make-up-Artist würde das natürlich tun. Ich finde ihn nicht. Geht es euch auch öfter so, wenn ihr in der Drogerie seid, dass die Tester grundsätzlich aus sind? Eigentlich alles, was man so braucht, grundsätzlich aus ist. Ich hasse es auch total, wenn man in der Drogerie ist und man Sachen ausprobiert. Und man weiß genau, dass die eigentlich so Tücher offerieren, dass man sich quasi wieder säubert. Und die sind entweder nicht auffindbar oder sie sind aus. Und dann hat man irgend so ein Lippenstift hier oder so auf der Hand und ah, die knallige Farbe dort und will die nicht in der Kleidung haben. Und es gibt nichts, wo man sich abwischen kann. Ah.
Ich hasse es. Und ich meine, was gibt's für ein schlechteres Zeichen für einen Make-up-Artist, als dass er das Make-up nicht probiert, bevor er es kauft? Ich gehöre leider dazu. Aber nicht, weil ich nicht weiß, dass ich es nicht tun sollte. Sondern, weil immer alles aus ist. Was ich da übrigens mache, ist auch ein schlechter Stil für Make-up-Artists, weil ich da einfach grob drüber gehe. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich mich für die Arbeit fertig mache, habe ich nicht den Bock, da eine halbe Stunde rumzupinseln. Deswegen wird da einfach grob drüber getupft. Ich bin da nicht so. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich möchte irgendwann heim auch. Das heißt, ich muss auch bald genug in der Arbeit anfangen, damit ich irgendwann nach Hause darf. Somit habe ich da keinen Bock drauf. Ich tue dann, nachdem ich jetzt irgendwie total fleckig und furchtbar aussehe, mache ich dann nochmal so mit dem Make-up drüber und korrigiere das. Dass das alles wieder irgendwie zusammenfindet. Farblich. Dann sind wir ehrlich, der Concealer ist ein bisschen hell. Aber ich mag hellen Concealer. So. Somit sind meine Augenringe nicht mehr ganz so furchtbar. Jetzt habe ich das Ding zerlegt und bekomme es nicht mehr zusammen. So, wir sind grundsätzlich mal concealed. Das ist schon mal eine gute Sache. Ich sehe schon mal nicht mehr ganz so furchtbar aus. Ha, meine Ohren. Gefallen euch meine Ohren? Die sind total cool. Die sind von Claire's. Ich finde die toll. Ja, ich bin kindisch. Die sind übrigens auch von Claire's. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Ich finde die total schön. Habt ihr schon ewig. Ich verwende hier von Benefit so einen Auffüllpinsel. Da werden eigentlich nur die Wimpern so ein bisschen gefüllt. Ah, die Wimpern, die Augenbrauen so ein bisschen gefüllt. Ich sag schon Wimpern. Nach 8 Stunden arbeiten ist man dann einfach irgendwo durch. Ja, man kann meine Augenbrauen sehen. So, und ich mache dann hinterher an und für sich das Puder drauf. Normalerweise nehme ich entweder eine Puderquaste oder meinen Beauty Blender. Nachdem die aber momentan nass sind und noch trocknen, weil ich die gerade eben ausgewaschen habe. Ich wollte aber auch keinen dreckigen nehmen. Das ist wirklich kein gutes Vorbild dann. Habe ich hier ein Sueva Luxe Face Definer eigentlich. Also eigentlich nicht für Puder, aber ich finde den total toll für Puder. Und fixiere das noch. Ich finde aber Pinsel zum Pudern, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen furchtbar. Weil es immer so staubt. Und ich hasse das. Ich versuche das auch so ein bisschen einzudrücken. Wann einmal drückt man das so ein bisschen ein? Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, ich bevorzuge ja was Deckenderes mehr, also ein Make-up, das ein bisschen mehr deckt. Warum? Ich habe Sommersprossen, wie ihr sehen könnt, und ich finde einfach, mein Gesicht sieht total dreckig aus, wenn man die sieht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt ja Leute, die malen sich die extra auf. Habe ich erst gesehen, aber ganz ehrlich, also ich finde die so furchtbar. Deswegen nehme ich normalerweise was die verdeckt. Oder zumindest da im Nasenbereich, weil das ist bei mir ganz extrem. Dann sehe ich immer so fleckig und dunkel aus. Das mag ich nicht. So, nachdem ich jetzt 3 Kilo Puder aufgetragen habe, sieht aber gut aus. Trotz der 3 Kilo.
bin ich da fertig. Ihr wisst, ich habe ein tränendes Auge. Deswegen muss ich mir dann immer da in den Winkel so reinfahren. Also es tut nicht weh, falls jetzt irgendwer Angst hat, dass das irgendwie weh tut. Das ist quasi das, wo das Wasser abläuft und bei mir eben nicht abläuft. Ich da so reingehen. Ja, grundsätzlich, also wenn ich jetzt keinen besonderen Anlass habe, dann würde ich jetzt noch eine Mascara drauf geben. Machen wir mal. Ich gebe den nur oben drauf. Das ist, hat eben damit zu tun, dass meine Augen ja tränen. Und die der Mascara auf den unteren Wimpern ausschwimmen. Klingt mächtig dämlich. Ist aber so. Das heißt, wenn ich mir unten Mascara drauf tue, habe ich dann 10 Minuten später im Auge. Und das brennt und ist unangenehm. Ich finde übrigens, dass Augen total cool katzig werden, wenn man das zweite Mal da quasi nur da außen mit der Bürste nochmal drüber geht. So, dann die Haare raus tun. Das tusche ich mir hauptsächlich die Haare. Mal probieren, wenn er einen katzigen Look schminkt. Er macht den Eyeshadow schon so ein bisschen katzig, seinen Lidschatten. Dann nur die Außenseiten nochmal tuschen. Das war jetzt voll super. Voll der Vorführeffekt. Voll. Seht ihr das? Das ist voll der Vorführeffekt. Oh. Man wartet da immer so ein paar Sekunden, weil Wimperntusche dann gleich mal, also ich habe ja viel gepudert, deswegen war das jetzt auch gleich trocken. Aber normalerweise wartet man so ein bisschen, weil die Wimperntusche dann trocken wird. Wenn die trocken wird, dann verschmiert man die nämlich. Was ich dann noch so ein bisschen mache, ich kriege das jedes Mal zusammen. Ich ärgere das so, dass ich da, und ihr seht das, wie so ein Eyeliner so ein bisschen rumpatze mit der Wimperntusche und ich gehe da immer mit so einem Wattestäbchen nochmal drüber und nehme das ab. Machen eigentlich nur Leute, die es nicht besonders gut können, aber gut. Also fürs Tages-Make-up, wenn ich jetzt zur Arbeit gehe oder so, wird mir das eigentlich reichen. Also ich tue da wieder Blush drauf, noch irgendwie Contouring, was ich schon öfters mache. Also wenn ich mich mal schminke für die Arbeit, was ich normalerweise nicht tue. Aber momentan zum Beispiel tue ich es. Ich habe Urlaub gehabt und jetzt habe ich Zeit gehabt und mich erholt. Und jetzt kann ich morgens wieder öfter mal so ein bisschen Zeit investieren und mich schminken. Da habe ich jetzt schon Lidschatten aufgemacht. Ich habe auch den ganzen Urlaub lang mich jeden Tag geschminkt und Lidschatten verwendet. Sonst nicht so. Also sonst, wenn ich mich schminke, eher so wie jetzt, so ohne Lidschatten, ohne irgendwas mit Base. Weil dann einfach das Gesicht so ein bisschen cleaner aussieht. Ich muss übrigens sagen, der drückt hier unten ganz furchtbar. So, was ich dann aber schon noch mache, ist ein Fixing Spray drauf tun. Ich habe von LOV Perfectitude einen 3-in-1 Prime and Fix Spray. Ich nehme die aber nur für Fixen. Was ich aber schon tue, ist, wenn ich meine Lidschatten drauf gebe, dadurch, dass ich ja nasse Augen habe. Entschuldigung. Dadurch, dass ich ja nasse Augen habe normalerweise. Sprühe ich dann extra nochmal auf die Augen drauf, damit es auch ja hält. Ja, so sieht mein finales Make-up aus. Also das ist jetzt quasi Nivea Primer und Nivea Make-up und eigentlich so ziemlich alles Nivea. Jetzt sehe ich gerade, ich habe da noch immer so ein bisschen Dreck. Also das kam jetzt durchs Einsprühen, das habe ich auch öfter. Dass durchs Einsprühen noch so ein bisschen Mascara runterläuft. Der mag nämlich, also der Mascara mag das Einsprühen nicht besonders. Ja, so sieht es dann aus.
am Schluss. Ich finde das aber für so ein leichtes Tages-Make-up total super. Und ich kann euch auch sagen, also der Primer, den mag ich total. Ich habe den jetzt, wie gesagt, meinen ganzen Urlaub, die 14 Tage immer genommen, jeden Tag. Und da trocknet die Haut auch nicht aus und er riecht gut und ich finde den eigentlich ziemlich gut. Also ich mag den. Ich mag den. Sonst, dieses Make-up, ja, wie gesagt, es ist mir ein Ticken zu leicht. Also ich wäre froh, wenn es noch zweites gibt, das quasi ein bisschen deckender ist, weil man dann einfach meine Sommersprossen nicht so sieht. Aber grundsätzlich finde ich es jetzt nicht so schlecht. Also ich verwende es, ich finde es cool und ich finde, dass sich die Haut total gut anfühlt. Ja, so mein Fazit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst mir einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Abend. Ciao!